Yeah, Buddy, was geht ihr, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Community gegen den Rest der Welt. Das ist wieder ein TS-Game und Irelia hatte ich ja im letzten Gameplay abgefrühstückt. Wer es nicht gesehen hat, der kann sich das gerne nochmal anschauen. Aber jetzt geht's geschmeidig weiter, A bis Z. Und der nächste Champion ist Kassadin. Vielleicht eine kurze Frage erstmal an die Jungs, die im TS mit mir sind. Was haltet ihr von Kassadin? Sehr stark. Sehr stark, OP. Okay. Wirklich? Ja. Bei mit der Mastery, wo du zeitlang keine Mana verlierst. Dann habe ich wahrscheinlich die falschen hier genommen. Okay, das ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, also ich sehe ihn selber nicht so oft. Dann hätte ich jetzt gedacht, Mensch, ist vielleicht noch so jetzt gerade momentan so ein Nischen-Champion. Wer halt Bock drauf hat, der spielt den. Wer nicht, der verpasst auch nichts, hätte ich jetzt gedacht. Aber okay. Lassen wir uns eines Besseren belehren. Okay, Katarina macht das sogar momentan echt nice, Alter. Ich dachte jetzt eigentlich, das würde besser laufen. Und aber mit dem Magic Shield, ja gut, kann ich ein bisschen von ihrem Damage blocken. Aber es ist okay, es ist okay. Fühlt sich besser an als im letzten Gameplay gegen Swain, der mich komplett wegzonen konnte. Und ich werde sie halt so die ganze Zeit poken. Okay, nice, sie hat einen Towerschuss kassiert. Das ist schon mal viel wert. Eigentlich muss sie ja auch in meine Nähe... Ihr seht schon, ich poke sie die ganze Zeit mit meiner Q. Ah, shit. Ah, doch, erwischt. Schön. Nochmal die Q. Ah, sieht fast so aus, als ob ich sie gleich töten könnte. Mit dem Auto-Attack. Okay, wenn sie hier ranjumpt, würde sie einen Towerschuss kassieren. Macht sie nicht. Okay, sie ist auch vorsichtig. Ich warte, bis meine E aufgeladen ist, dann gehe ich rein. Ah, 1-1. Okay. Nein, nice. Beide gestorben. Beide gestorben. was baue ich als erstes? Ja, dann mache ich das hier so. Catalyst, Rod of Ages, habe ich ein paar mehr Leben. Kann ich gegen das Mäuschen länger bestehen und Schaden müsste ich eigentlich genug haben. Ich finde den Auto-Attack von Kassadin eigentlich am stärksten, diese W. Das Magic Shield hilft mir zwar auch. Was würdet ihr jetzt hochskillen so, aus eurer Erfahrung, Q oder W? Wie bitte? Ich würde die W skillen. Wenn du mehr aggressiv gehen willst, dann gehst du für die W. Wenn du mehr poken willst, dann gehst du für die Q. Hm. Am besten ist es, für die Q zu gehen, weil im Early kannst du ja mit Kassadin eh noch nicht so viel anstellen. Ne? Du brauchst ja erst richtig so deine Items. Also ich glaube, ich gehe da komplett mit eurer Meinung, weil eigentlich würde ich auch eher die W nehmen, aber jetzt, weil ich ja gerade gegen Kata ja so viel Spaß immer habe, gehe ich dann doch eher lieber auf dieses... Es ist auch besser, wenn du die Q startest, damit ärgerst du die Cutter ziemlich. Ja, genau. Und tatsächlich, obwohl die 75 Mana kostet, merke ich diese Kosten gar nicht so extrem, muss ich sagen. Der Auto-Attack hilft natürlich ein bisschen. Sie ist weg? Ah ne, okay, sie ist wieder da. So counterst du Cutter ganz einfach. Wenn du siehst, die will einen Dagger auf dich schmeißen, machst du einfach auch direkt deine Q. Dadurch blockst du halt den Schaden. Mhm. Dadurch kannst du dann nichts machen. Als alter Cutter-Main weißt du das, ne? Das kann nicht sein, Mann. Zack. Oh Mann, den Trade habe ich nicht unbedingt gewonnen. War irgendwie ausgeglichen. Ah, Cutter ist doch einfach nur... Was ist das für ein Champion, Alter? Einfach nur sehr mobil. Aber dazu, ich finde... Bei dir. Eigentlich so wie eine... Eigentlich so wie eine AP Irelia, ne? Auch mit den Resets. Irelia kriegt ja auch die Belohnung. Trifft sie einen Gegner, kriegt sie einen Reset. Genauso hier mit dem... Fängt sie einen Dagger, kriegt sie einen Reset. Alter, was für ein... Das hast du aber besser gemacht. Ja. Hätte ich jetzt die Ulti, wäre ich hinterher gejumpt, wäre sie tot gewesen. Ich würde da mal Toplane kommen. Er dodgt halt viel. Okay, er ist Level 6. Ich glaube, dann können wir nichts machen. Wenn wir beide Level 4 sind. Gegen den Damage behind. Dann fast du einfach unterm Tower zu farmen. Ah, wo ist denn die Cutter? Wahrscheinlich zurückgegangen nach diesem verlorenen Trade.
Läuft eigentlich jetzt gerade doch okay. Ich bin bis CS minimal behind, aber mehr Erfahrung. Sie ist noch nicht Level 6. Ja, Level 6 habe ich nochmal gesunden Respekt vor ihr, wenn sie das. Ja? Oh, ja, doch, ja. Ich denke, oder? Jetzt, ja. Die ist weg. Oder? Beides. Okay, Flash. Ja, passt. Ist halt die Frage, kann sie mich jetzt nicht auch töten schon mit ihrer Ulti, ey? Nee, du kannst einfach dann ganz leicht raus. Ja, aber weißt, also, ja gut, du bist ja fast Diamond-Spieler oder so, ne? Aber ich als, wo stehe ich momentan? Irgendwo unteres Gold vielleicht oder so? Da passiert schon in so nervösen Situationen mal was anderes, als man eigentlich plant. Das darf man bei Cutter nie werden, nervös. Ja? Weil das wollen die Cutter-Spieler, dass du nervös wirst. Ach so, okay. Ja, so fehlt. Aber wir könnten da was versuchen. Okay, ja. Ui, das ist so. Schön, du da kommst. Das war gut. Nervös? Wer wird hier nervös? Ja, das Ding ist, der Tower-Schuss, den sie kassiert hat, ne? Der hat sie auseinandergenommen. Schön, 2-1. Sie steht genau 1-2. Läuft super. Genau, jetzt auch erstmal für mich hier ein bisschen Damage. Nochmal der Vision Ward, den hat sie weggenommen. Schön. Oh, come on. Nice. Nein. Doch, nice. Sauber. Good job. Wo hat sich der Blitzcrank eigentlich so hergeheilt? Hat dann. Ist da echt der Trank durchgelaufen? Neil hat er nicht bekommen. Nee, er hat einen Minion attackt durch das Reliktschild. Ah, hat er direkt bekommen, okay. Also. Gut gemacht, ey. Oh, nice. Ich glaube jetzt mit dem Kill habe ich mir einen guten Vorteil hier erspielt. Atomic Witch of Blue Wolf. Ja, doch, wenn du ihn jetzt gar nicht brauchst. Du kannst nehmen. Muss ich schon herkommen? Jo. Na komm. Okay, passt. Ich komme. Boah. Gracias. Läuft Toplane. Oh, Cutter fehlt. Amy. Mal sehen, wann will. Oh, die Rede ist unten, ne? Ja, aber wir könnten jetzt zusammen. Ich gerade alles gewordet, ey. Ja. Müsste eigentlich. Ja, passt, okay. Oh. Ja, müssten wir haben. Schön. Da war sogar noch nicht mal der Auto-Attack drin, ey. Das passt. Okay, die Maus hat hier gewordet. Ah, nice, ey. Jetzt habe ich auch die Cutter im Griff. Jetzt. Ich könnte quasi sagen, du hast jetzt deine Lane schon gewonnen durch die 3 Kills. Ja, denke ich. Wenn du dein Ward of Age hast, dann eher. Topcom. Ich frage mich halt, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Erfahrung, ne? Ich versuche dazu. Ich denke, ich könnte jetzt sogar offensiver eigentlich da rangehen, ja. Oh, ja, shit, wenn du willst, oder? Wenn du willst, dann geh drauf. Oh, okay. Go, go, go. Das war nicht an mich gemeint. Von daher gut, dass ich hier rausgegangen bin. Renn. Oh, ist der ja so tanky. Und er hat eigentlich nichts tankyhaftes. Weder in den Runen noch Items, nicht. Ja gut, ich sollte auch mal back, ich hab ziemlich viel Gold. 2000. Ach, reicht nicht. Oh, doch, 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 oder? Ja, nice. Schön.
Nein, nicht ganz. Ich dachte so, dass dieses typische letzter Tick. Ah, nice. Ich muss aber zugeben, also entweder, wie gesagt, fehlt ein bisschen die Erfahrung jetzt mit Kassadin, weil ich den länger nicht gespielt habe. Oder, also ich bin schon noch relativ vorsichtig, ne? Ich gehe jetzt nicht einfach komplett unüberlegt rein, weil ich das Gefühl habe, ich bin so gefeedet, was du ja manchmal machen kannst. Oh. Oh, die Regio. Mhm. Gerade noch gesehen, obwohl ich schon Rod of Ages im Shop gesucht habe. Ja, stark. Jetzt habe ich sogar noch Sheen. Ah, erste Mal Irelia, ne? Bitte? Erste Mal Irelia, ne? Ja, mein Aura-Tex hat das einfach gecancelt, sonst wäre der Typ ja tot. So, hm. Bring zu ihm, er steht einfach nur dumm da. Der wird bestimmt für meinen Red Buff gehen, der Yasuo. Soll ich mitkommen? Na, schau mal. Ich gerade. Na gut, ist weggegangen. Okay. Cutter fehlt. Oh, oder? Okay, sie ist hier. Oh, Yasuo auch hier. Kata kommt top. Ja, aber Yasuo hat nur... Ui. Mhm. Er drückt. Aber komm, eigentlich können wir, ne? Oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Bumm. Ah, ist schön. Wäre sogar sonst meiner gewesen, glaube ich, durch den Tower-Schuss. Passt. Nice. Ah. Und, OP? OP? Hä? Ich will für Dragon gehen, weil... Inferno. Vielleicht können wir sogar erstmal die gierige Botlane hier weggreifen, ne? Ah, ich glaube, die haben gewartet, ja. Blitzcrank will noch, will noch, will noch. Hier, geh für Soraka. Meiner! Oh, doch nicht. Ja, jetzt können wir Drake easy machen. Ich finde diese Animation jetzt voll cool. Dieses, die Krabbe ist jetzt traurig, weil ich sie angreife. Ziemlich cool. Ja, aber Lane geswappt. Hat das wieder Toplane. Hier, Su, bitte. Na gut, dann werde ich schon hier, Su, aber jetzt auf der Mitte campen. Sehr schön, so gefällt's mir. Was ist eigentlich okay, weil, na gut, er hat ordentlich CS. Ich denke, er wird mich schon besiegen können, aber. Mich hat er verhämmert. Ja, aber Kassadin kriegt er nicht so leicht. Genau, genau. Wenn du noch Rüstungsstur zum Ninja Tabis gehst, dann hat das schwer. Weil er ist ja jetzt erst noch für Rüstung gegangen. Ja, ich hab 5 Sekunden. Aber gut macht das auf jeden Fall. Ja. Ah, wenn er vorne ist, würde ich sagen, go. Jetzt ab. Okay, okay. Okay, ich dachte, von mir ist auch noch drauf. Schön. Läuft, good job. Oder die Karte Tisch? Hm. Ich dachte, ich kann mich nicht angreifen, wenn sie durch die Wall hupft. Eins weiß ich, Irelia muss ich üben. War witzig mit dem Hin- und Hergespringe, aber nicht mein Champ. Ja. Jawohl, die Botlane kriegt jetzt auch. Es ist so, ne? Aber das feiere ich schon an League of Legends. Du hast einfach so viele Möglichkeiten, weil es so viele Champions gibt. Das schon. Jeder findet irgendwas, was zu ihm passt, auch von der Rolle her und so. Schon. Aber was mich nervt, ich finde Tanks sind viel zu schnell tot teilweise, manche Tanks. Tanks? Mhm. Schau dir den Garen Late Game an. Der Typ platzt einfach teilweise, wenn du gegen einen Vayne oder so spielst. Okay.
Also eigentlich, das feiere ich gerade, ne, wenn du so den richtigen Build hast und irgendwann letztens habe ich ein Game gespielt, die Gegner haben das Early dominiert, hatten aber einfach Full AD und dann, ich habe nur Rüstung gebaut, das war auch Irelia. Ach, jetzt weiß ich, was die Cutter macht. Die Cutter geht jetzt fürs Roamer. Das ist so der Klassiker. Die versucht jetzt durch Roams ihre Kills zu bekommen. Ja, das kenne ich. Wow, ist die stark! Wow. Okay, das sind 4 Leute sind Botlane. Scheiße. Oh, scheiße. Ciao! Das ist schöner an Kassadin. Flash in der Ulti. Ja, jetzt bleibt die Karte auf deiner Lane wieder, weil sie jetzt Kills hat. Aber die könntest du eigentlich trotzdem noch weiterhin machen. Ich denke du auch. Hast auch du hast auch deine Schiene. Ja, ich denke auch. Durch die 4 Kills hat sie zwar ist sie wieder zurückgekommen, aber. Du willst mit herkommen? Eigentlich ein nicer Treffer. Boah, geil. Geil. Das ist natürlich ein fetter Counter gegen Yasuo, ne? Dieses Disarm. Dass er 2 Sekunden oder 1,5 keine Auto-Attacks machen kann, ist natürlich für ihn brutal. Ja, es tut schon ordentlich weh. Ich denke, dann ist ja auch die Q auch denied mit den On-It-Effekten, oder? Bin mir nicht sicher, weil ich glaube schon. Aber es gilt halt nicht als Auto-Attack eigentlich. Achso, okay. Vielleicht der On-It-Effekt weg? Nee, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, ist schwierig. Ich würde sagen, die Q ist ja eher ein Spell als ein Auto-Attack. Gut. Achso, du kommst runter? Oh, jetzt hast du müssen. Hier sind keine Towers. Oh shit! Ich kann sie halt nicht besiegen, ne? Wenn so direkt, wenn sie jetzt, noch. Jetzt, Q, Q, Q. Wenn sie rollt hier. Oh, der ist schnell, warum ist der so schnell? Plan. Oh, warum ist der so schnell? Cutter kommt runter. Dann geh mir für Cutter, wenn die jetzt kommt. Denk ich. Nächsten Backport, ich hab Trinity. Ach, scheiße, ist doch hier bei mir. Ah, sie hat mich. Nein! Sie hat mich nicht! Sie hat mich Andere nicht! Oh. Das gab ein bisschen. Jetzt könnte sie zu euch kommen, weiß ich nicht. Alles gut. Aber die Karte hat keine Ulti mehr, das habe ich gesehen. Das stimmt. Ja, wo ist sie? Nice, ey, wieder weggekommen. Mobilität ist halt auch OP, ne? Sowas. Aber ich finde, die haben ja Sprachfehler. Die Animation von ihr so geil gemacht. Mit der Q und allem. Bei Irelia? Mhm. Mhm, ja. Das ist eigentlich bei jedem Rework so, ne? Das ist wirklich so toll überarbeitet. Er wird sogar, denke ich, zu mir sliden, oder? Ja. Lol. Oh, der Tower lebt, der Tower lebt! Ich habe eigentlich für den Mid-Tower gehen. Mhm, ja. Ich glaube, die Botlane kommt, aber ja, die Botlane kommt. Kata war gerade top, ich weiß. Ja, doch, die kommt auch wieder Mitte. Ich würde sogar gerne dann direkt rüberjumpen zu dem Lucian, ja. Da ist noch die Soraka dazu. Hm, da ist sie schon. Eigentlich könnten wir. Ja, ne, die sind hart eigentlich out of position. Die Cutter fehlt da, die Cutter kann da auch drin sein. Hier war gerade top sein. Ah, oh, Irelia hier. Ja, ich bin mal. Ja, geh raus. Sicher? Oh, nice. Voll geil, dass das Duskblade jetzt sofort Wards zerstört. Wir können für Drakes gehen. Oh Mann, ich hatte da noch irgendwie nicht. No nichts, ne? Ja. Oh, wenn er. Oh. Na, das wäre ein Träumchen, ey. Blue Wolf's da, wenn du hier willst. Gerne, ja. Okay, so ist es mit O.
habe letztens Xayah gespielt und da hatte ich schon das Gefühl, die könnte einen kleinen Buff vertragen. Ah ja, ich finde, das ist der stärkste ADC momentan mit Caitlyn. Echt? Ja. Okay. Also wenn du richtig spielst mit den Federn und allem, dann war's. Also ich habe gegen Kaiser gespielt, die wird ja jetzt auch nochmal ein bisschen genervt wieder. Boah, zum Glück. Kaiser finde ich gar nicht so extrem eigentlich. Es geht, nur ich finde die W ist übertrieben. Also ihre Q wird ein bisschen vom Damage runterge. Ich wollte schon sagen, die W wurde doch schon genervt. Trotzdem haut die dir 200 Schaden ins Gesicht. So wollen wir hier ran, ja, ne? Oh! Nein! What? Oh wow, die hat 1 HP. Okay, das war... Hast du gesehen, wie meine W nicht mehr gereicht hat? Oh, ne. Ah, 1 Millimeter. Wir müssen gucken, ne? Ah, das ist schon ein bisschen gerade greedy so alleine. Der Tau hält noch ein wenig. Shit! Oh, really, Alter? Really? Du Raka. Oh, come on! Oh, lieber Treib. Vielleicht ein bisschen Zeit gewonnen, ey. Oh, shit, stop. Ich warte noch auf den Blitzcrank. Stopwatch hatte ich, hätte ich was machen können. Ja, okay, wir sollten boopen, ne? Ja, können wir machen. Du pickst einfach die Cutter raus und dann war's das. Und ich kümmere mich um Lucian. Ah, Yasuo. Ah, Yasuo müssen wir auch noch aufpassen, auf jeden Fall. Also, wenn der nicht weg ist, hey. Fress ihn, Besen. Ja, sauber. Ich geh mal für die Cutter jetzt oben. Sortieren Items. Oh, sie ist Leandris noch gegangen. Okay. Jetzt kommt der schönste Mega-Revier. Hui. Hopp. Ich komme mal dazu. Da direkt rausgejumpt. Die ist doch noch hier, oder? Ja. Wahnsinn, wie tanky die ist. Uiuiuiui. Wow. Oh. Nice. Der Zieher in meine Richtung war auch gefährlich. Typische Katarinas, nur am Flame. So, im Grunde hätte ich Bock, den Lucian zu snacken. Lucky war das eigentlich nicht, was ihr mehr outfällt. Oh, Irelia ist noch da. Aber unsere Irelia will's wissen. Ah, schade. Oh, ich dachte, ich hab eine E schon geschossen. Ja, gut. So kann man's auch machen. Jo. Ach, der Yasuo ist hier unten, ne? Achso, okay, der Yasuo ist tot. Aber geiler Move von ihm, wusste ich gar nicht. Die Windwall hat ihm Vision gegeben und dann hätte er rübergekommen. Ach, typischer Yasuo-Mains. Das war smart. Das war wirklich schlau gemacht. Hab ich selbst nicht gewusst. Oh, Mitte dürfen. Drake ist in 10 Sekunden da. Ja, die sind schon dran, die gehen schon hin.
Ja, ich bin dabei. Bei die Wissens. Ich denke eigentlich auch, ne? Ich weiß nicht, wir sehen halt keinen von den Gegnern. Mhm. Haben wir ein Board, wo wir haben replizieren können? Ja, warten. Ja, guck. Warten alle, ja. Ja, dann lass lieber nicht gehen. Cutter ist Cutter, oben. Die Cutter ist oben. Ja, die Cutter farmt sich ihre Items einfach zusammen. Wir könnten hier Yasuo und... So, okay, Zorak hat gewardet. Jetzt haben sie Drake angefangen. Okay, das schaffen wir nicht. Das raus. Ui, das sieht. Ja. Hätte nicht für den Drake gehen sollen. Komm schon, ey! Diese verdammte Stopwatch ist es nicht mehr. Stundenglas. Der Knockup von einer Sekunde, wo Yasuo noch einen Auto-Attack und eine Q durchbekommt, ey. Mit 100% Crits, Critical Strike Chance. Tut weh. Hm? Es tut weh. Ja, es tut richtig weh. Er kriegt einen Knockup hinten, Auto-Attack und noch eine Q. Aber ich muss jetzt pushen, ein wenig. Okay, was gönne ich mir jetzt hier? Echt Cooldown Reduction Boots auf Kassadin? Würdet ihr auch empfehlen? Ich würde mehr Ninja Tabis oder Mercury. Aber ich würde mehr auf Ninja Tabis gehen, weil die haben mehr Auto-Attacks. Irelia Auto-Attack, die ist super. Ja, okay, mach ich. Wollen, glaube ich, für Baron. Ist das Soraka ist unten? Ne? Oh nee, oh nee, das ist schön, das ist schön. Jetzt hier. Ah, die wissen. Die Soraka ist auf der Botlane, die Xayah soll. Oh, der steht auf K. Hm, ist gerade nicht da. Wow, da K bist du, Franco. Ja, gehen die für Baron? User in your channel timed out. Oh. Einer weniger. Was ist mit dem Lucian? Oh! Nice! Nice, sehr nice. Diddy. Nice. Ah. Kann man ja gar nicht countern, ne? den Schaden? Nee, den kann man einfach nicht countern. Ich bin mit dem neuen Rengar oder mit der Veränderung noch nicht warm geworden. Es ist ja quasi jetzt wieder der alte Rengar. Bis auf die W halt. Ja, aber ich bin irgendwie... Ich habe mich an den neueren hatte ich mich eigentlich echt gut gewöhnt. Findest du den jetzt stärker oder gleich stark? Ich würde sagen, ist wieder stärker als der andere. Krass. Kann man auch Tankringer wieder spielen, oder? Ja, kannst du spielen, ne? Und dann die W hochskillen auch? Geht das auch? Oh, ich hab... Au! Alter. Okay, das war... Okay, das... Oh! Ihr könnt weiter! Wow, die Karte macht Schaden. Scheiße. Ja, die Karte hat sich schon komplett hochgefeedet. Komm. Jawohl, schön. Das war schön gespielt. Ja. Ist richtig gemacht, ey.
Das Entscheidende war der Transfer aus meinem Stundenglas. Die Cutter dachte wahrscheinlich, hau ab oder so. Und dann bin ich auf Soraka direkt. Die ist dann auch zum Glück geplatzt. Ja, ist schon brutal. Abklingzeit 1,4 Sekunden auf diesen Jump. Okay, vielleicht hier. Auch unsere Irelia ist immer noch nicht da. Krass, Alter. Du bist noch nicht mal ja, voll wild, ne? Aaron könnten wir eigentlich versuchen, wenn wir jetzt schon alle hier sind. Ja, der Lucian ist unten, wir können gehen. Oh, das lol. Tut mir leid. Lol, Alter, warte doch eine Sekunde. Hätte ich vielleicht warten sollen. Ja, passt. Wo ist unsere... Oh, Alter, machen wir den schnell. Ich find... Okay. Okay. Komm, die haben wir. Okay. Ich bin super low. Ah, ich war ein bisschen... Ich war zu schnell war ich. Ah, shit. Wow, was? What the? Was? Wie? Was? Ich hab... Okay. Das waren 3 Qs, 3 Kills. Hä? Ich versteh's auch nicht. Voll abgekrittet, ey. Also dreimal gekrittet, ne? Wie viel? Ja, ich hab... Ich glaube, ich habe auf der Karte habe ich einen 2000er Crit gemacht. Wie viel Critical Strike Chance hast du denn? 50. Es war wirklich 3 Lucky Shots, ey. Ja. Sauber. Sehr unerwartet. Also der Einzige, der dir gefährlich werden kann, wenn überhaupt, ist es der Yasuo. Ja, die Cutter auch, wenn die Soraka die ganze Zeit healt. Ja, stimmt, ja. Müssen wir jetzt so langsam was machen, also wir haben Bam, oh, die Karte. Bam. Ah, schade. Also die Karte ist raus, also wenn der Yasuo da noch draußen ist. Ja, also von mir aus soll der Blitzcrank da was... Ja, okay. Ah, ja. Wenn sie jetzt zu weit nach vorne gehen, könnte man, ne? Stundenglas habe ich. Ich würde, glaube ich, ein bisschen gieriger gehen, ne? Aber du könntest für Soraka gehen, ne? Soraka ist... Ja, die Soraka ist... Nice. Ich habe halt Stundenglas, ne? Von daher... Ich habe einen 10 Sekunden Ulti. Er zieht den. Okay. Ey. Ich glaube, die warten nur so lange drauf, bis der Yasuo jemanden. Ne? Ich gedacht, der würde jetzt gehen. Ja, der will anscheinend 2 oder 3 haben. Wir könnten ja auch einfach ablenken, die Sidelane, also die Toplane pusht zum Beispiel jetzt für uns gerade. Ich gehe aber davon aus, dass wir sie gleich haben. Die werden auch ungeduldig. Ich kann von der Seite reingehen, also. Ah, irgendwie. Okay. Ah, ich bin tot. Oh! Also, ja. Die Soraka, please! Oh wow, Alter, hat die Virile mir Schaden gemacht. Oh, der Lucian hat's doppelt. Und? Please! Oh. Da waren 2, die nur noch eine Fähigkeit von mir gebraucht haben. Okay, hatte den Inhibitor haben sie. Die könnten sogar eigentlich durchrennen.
Relia ist halt immer noch nicht da. Aber Xayah hat ihre Ulti vielleicht. Oh, nice. Nice, nice, schön. Der Schaden geht aber eigentlich. Ja, sie hat ihre Items. Schaden macht sie auf jeden Fall. 15 Sekunden bin ich. Ja, ihr seid schon da, das passt. Kannst du nicht mit Ulti. Nee. Willst du was versuchen? Nee. Bisher 20 Sekunden, glaube ich, bist du unsichtbar, ne? Ich geh rein, ich geh rein. Okay. Ja, Soraka hast du direkt. Ist klar. Und bumm. Okay, ich darf mal. Aber wenn wir das so machen, wenn du oder ich für die Soraka gehen und dann der andere für den Yasuo, können wir die direkt rausnehmen. Ja. Stimmt aber. Ich denke mir dann so, ja gut, Kata ist auch stark. Lucian ist irgendwo am Ende auch stark, ne? Es muss halt einfach richtig passen, ne? Am besten, wenn die so wie gerade eben, zwei gegen. Also eigentlich, wenn du jetzt ein oder zwei, denke ich, hast das größte Potenzial, da wen rauszufischen, dann. So dass die in der Unterzahl sind oder beziehungsweise es ausgeglichen ist jetzt auch, ne? Weil so sind wir ja die ganze Zeit in Unterzahl. Oh, willst du den direkt? Ja, okay. Ach, scheiße. Tür raus! Oh! Okay, schön. Ja, genau das ist es, ey. Oh, Lucian, hallo! Oh, je. Ja, ich würde rausgehen, ich bin. Ja, ich habe auch keine Mana. Guck mal, hast du gesehen? Er hat mich genau nicht getroffen, die ganze Zeit nur die Spitze. So, der Vision Ward stelle ich aber mal hier. Ich müsste noch für Lifesteal gehen. Ich habe einen Blue-Buff von daher. Muss ich nicht zurück, ne? So, wie sieht's hier aus? Aurelia und Yasuo sind draußen, also. Ja, ich bin hier. Ne? Ich würde reingehen, ich würde reingehen. Ja, okay, komm. Bam! Das ist der Erste! Ah, ist schön. Jetzt müssen wir aufpassen, der Yasuo ist wieder da. Ich weiß nicht, der Yasuo kennt uns, glaube ich, obwohl. Aber mit Irelia zusammen auf jeden Fall. Ach stimmt, Irelia ist auch wieder da. Sind sie schon? Ja, lass lieber raus. Lass ja, raus. Sehe ich auch so. Boah, BC will's wissen? Ja, er ist weg, halt. Der ist sofort weg. Ah, er ist halt nicht im TS zu seiner Verteidigung, von daher, der Plan ging bei ihm nicht auf. Okay, die bereiten Baron vor. 7 Sekunden. Ja. Wir den auch ziemlich schnell machen. Sollten direkt hingehen. Und dann ist sofort der Elder Drake auch da. Ich gehe aber trotzdem durch die Mitte, um ein bisschen zu deffen. Wir werden auf jeden Fall beides erstmal nur warden. Ja. Ja, aber die Technik steht auf jeden Fall. Wir müssen sie, wenn dann so einzeln, also zumindest erstmal ihre Überzahl wegkriegen und dann. Ja, das Gute ist schon mal, wir beide können uns da ganz gut absprechen und wir haben ja auch beide die Assassin Champions. Das heißt, dann können wir sehr schnell reinspringen, rausspringen eventuell. Soraka und Lucian sind unten. Ja. Soraka ist allein gerade. Habe ich auch das. Oh, gut. Die sind zu dritt unten. Wir könnten eigentlich. Echt gegen die drei wollen. Okay. Oh, der Yasuo nervt mich. Oh, Blizzard, bitte hook keinen. Oh Gott. Oh, okay. Haben wir. Ist eigentlich gut, ist es eigentlich gut. Ja, von mir aus weiter. Ich hab. Ja, passt, passt, passt. Passt, passt. Hat sich alles gelohnt. Bumm, weiter. Hopp. Nice, das schön. Und Case. Sauber jetzt Baron und Dings und Elder. Ja, wir können Elder und Baron. Ja, super. Hammer, sie surrendern. GG. Hey, GG. Zu viert gewonnen am Ende. Sauber. Ja, Luft 2. Vielen Dank, ne? Für die Games. Auch an alle anderen. Daumen nicht vergessen. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.